Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal, Freunde. Heute haben wir tatsächlich ein besonderes Video, denn meine guten Freunde von O2 haben mich letzte Woche eingeladen zu einem exklusiven Konzert, super exklusiven Konzert von Rin und Schmidt. Und ihr wisst, ich mag die beiden sehr, sehr gerne. Ich war vor Ort und habe mir da das Konzert angeguckt. Das Ganze wurde natürlich auch noch live gestreamt auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram. Haben bestimmt einige von euch mitbekommen. Dieser Livestream ist jetzt auch noch online als VOD und den werden wir uns natürlich ansehen, weil das Ganze war ultra, ultra krass aufgebaut. Es gab zwei Stages, eine Stage für Rin und eine Stage für Schmidt. Am Ende haben sie das allererste Mal den neuen Song Sternstaub, der jetzt auch draußen ist und den ich liebe, produziert von Mixed Make Loud, haben sie den das erste Mal performt und das war mega nice. Ihr müsst euch vorstellen, Rin hat zwei Songs gespielt, dann hat Schmidt zwei Songs gespielt, dann wieder Rin, dann Schmidt und dann haben sie den gemeinsamen Song gespielt. Es war sehr cool gemacht, die Stages waren quasi gegenüber. Ich war quasi in der zweiten Reihe bei der Stage von Rin, habe also nicht super viel von Schmidt mitbekommen leider. Und jetzt haben wir eben noch das VOD, wo ich mir das Ganze nochmal ansehen möchte. Gerade wie sie so gechanged haben zwischen den Stages, zwischendurch haben sie auf und abgebaut. Ich bin super gespannt, wie es im Livestream aussah. Von daher gehen wir jetzt ein paar Highlights davon. Den ganzen Livestream könnt ihr euch gerne selber ansehen. Das originale Video ist ganz oben in der Beschreibung verlinkt natürlich und auch im angepinnten Kommentar. Kommt ihr direkt zu dem O2-Channel, wo ihr euch das geben könnt. Ich bin sehr gespannt. Wir starten jetzt direkt beim zweiten Song von Rin, weil danach kommt der erste Song von Schmidt und ich möchte unbedingt sehen, wie sie das so gechanged haben. Ja, ansonsten was für Kickbacks auch noch geben. Es waren, ich glaube, 100 Leute, ein bisschen mehr als 100 Leute waren ungefähr da. Und ja, es war ein mega, mega cooler Abend. Ultra korrekt und ich fand es mega cool, dass O2 das organisiert hat, dass dieses Konzert stattfindet, dass es gelivestreamt wird, dass alle zu Hause das enjoyen konnten und dass wir es jetzt auch nochmal zusammen uns ansehen können, ist mega. Deswegen, ja, ich bin sehr gespannt. Wir hören zusammen rein. Ich bin echt gespannt, auch wie so die Atmosphäre ist, ob man uns hört, weil ich habe meine Lunge rausgeschrien, damit so viel Stimmung wie geht auch da ist, weil wir waren halt echt so ein bisschen über 100 Leute, glaube ich. Aber es war eine richtig geile Stimmung da. Also alle hatten echt richtig Bock und Rin und Schmidt waren auch, die haben echt abgerissen, Mann. Let's go. Ja, mit machen wir weiter, oder? Zweiter Song. Oh ja, Alien. Alien war zweiter Song. Ja. Alien war zweiter Song. Geil. Ja. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Wie gut sieht das aus? Das ist die Location. Das ist die Location gewesen. Oben diese LED-Lichter, die sind mir gar nicht so krass aufgefallen, als ich da war. Also ich stand ungefähr hier. Ungefähr dieses Handy ist nicht meins, aber ich stand ungefähr da, wo dieses Handy gerade leuchtet. Und die Stage von Schmidt quasi war einmal gegenüber. Und das war mega cool. Ich hoffe, dass das im Change gleich cool zu sehen ist. Und hier waren so LED-Wände und die LED-Leinwand. Das war echt, also von der Location her war es richtig nice. Alien, ruf 110, sieht auch mega aus. Die Polizei. Krass. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen, es wurden auch nur Banger gespielt. Es wurden nur Banger gespielt. Das Beste vom Besten lief nur. Krass, wie sie im Hintergrund aber hier direkt auch das die Live-Performance von Rin geeditet schon drin haben. Alles vorbei, ja, wir sind los. Du rennst in meinem Kopf, du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei, ja, wir sind los. Ist es gut oder schlecht, ist das, was ich nicht weiß. Ich will nicht heim, ich will noch bleiben. Alles brennt. Das sieht so gut aus, hä? Also krass, es ist wirklich krass, wie anders es rüberkommt. Also es sah, als ich vor Ort war, auch richtig gut aus. Aber da kam das nicht so geil rüber mit diesen ganzen Lichtern und so. Da habe ich auch, nur Rin angeguckt. Ich war wie ein Fanboy da, 3 Meter von ihm entfernt, habe ich einfach nur angeguckt und habe mitgeschrien. Aber krass, das sieht so gut aus. Alle Ampeln grün und schalten sich gleich. Schuhe aus Leder, endlich fühle ich mich wie jemand. Raus aus meinem Weg, heute Nacht wird dein Fehler. Krass, auch wie viele Kameras vor Ort waren. Das fällt mir jetzt erst auf, wenn ich sehe, so. Wie oft gechanged wird zwischen den Kameras. Wir hören nicht auf die Gegner. Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir. Es sieht so clean aus. Haben wir ein Ziel? Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Alle übertreiben, doch wir haben ein Ziel. Let's go! Du weißt, die Nacht hat ihren Preis. Deine Augen wie... Ich hab jedes Oh Junge so mitgegrölt. Man hört's nicht, aber ich hab echt... Oh Junge war ich immer dabei. Die Polizei. Du siehst uns heute Abend in den Medien. Du
rennst in meinen Kopf, du rennst in meinen Kopf, alles vorbei. Geil. Jetzt bin ich gespannt, jetzt wird gleich das erste Mal gechanged zu der Stage von Schmidt. Alles vorbei. Geil. Genau, ey, übrigens, gut, dass es hier steht, nicht verpassen. Folgt dem offiziellen O2Music.de-Account auf Instagram, auf Facebook, überall. Denn da gibt es jetzt noch ein Behind-the-Scenes-Video demnächst, wie das Ganze gemacht wurde zu dem Konzert, zu der ganzen Aktion. Und ja, ich werde euch das auch mal den Instagram-Account in die Beschreibung packen. Ich glaube, die meisten von euch werden Instagram haben. Facebook, weiß ich nicht, aber Instagram werdet ihr haben. Schaut gerne mal vorbei, ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze gemacht wurde, weil es war so viele Leute vor Ort, es war richtig gut organisiert, das ganze Event. Und bis jetzt im Livestream sieht es mega aus und vor Ort war es auch mega. Deswegen, ich bin auch sehr gespannt auf das Behind the Scenes Video. Ich verloren, ich hab nichts mehr im Griff. Feier immer noch Travis Anti-Gift. Ich seh nichts, alles schwimmt wie im Trip. Ich versuche mir die ganze Zeit immer selber zu suchen, aber ich habe ihn noch nicht richtig ausmachen können, leider. Irgendwie erwachsen, aber fühl mich wie ein Kind. Ich zitter am iPhone, Kippen sind mein Bäcker. Ich brauch wieder Akku, bin gebrochen wie Majera. Alles geht so schnell, sag bitte, nimmt jemand den Lenker. Suchst du deinen Frieden oder findest du den Henker? Was du liest, ist nicht, was du hier siehst. Jetzt aber alle Hände nach oben. Sieh mal, meine Hand nach oben gehen. Da, eine von diesen Händen ist meine, aber welche? Ich weiß es nicht. Du siehst es nicht, was du hier siehst. Drei, zwei, let's go! Die Stimmung war echt mega nice da. Deine Augen wie ein Alien. Nur die Polizei. Ich finde den Effekt nice. Diese Kamera habe ich gar nicht gecatcht. Du siehst uns heute geil. Abend in den Medien. Du rennst in meinen Kopf. Du rennst in meinen Kopf. Alles vorbei, ja, wir sind los. Du rennst in meinem Kopf, du rennst in meinem Kopf. Alles vorbei, ja, wir sind los. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt wird gechanged zu der Bühne von Schmidt. Wie machen Sie das? Wie ist es rübergekommen im Livestream? Oh mein Gott, wie geil! Es geht direkt an, ja, krass, ja? Wow. Krass. Ruf mich zu spät, dann ist ganz egal wann. Junge Schmidt, Digga. So ein krasser Künstler. Zeit, selbst wenn nicht, ich geh ran. Wie gut hört sich Schmidt live an, Junge? Wow. Ich leg dir mein Herz hier verpackt vor die Tür. Guck mal, auch mit Live-Instrumenten sogar. Sind ein paar Knitzer drin, doch du weißt, die sind eh von dir. Wow. Ich glaub, ich liebe dich. Aber noch mit Live-Instrumenten alles. Ich sitze zu Haus und frag mich, wo du heute bist. Boah. So eine schöne Stimme, Mann. Benzin in meine Coke oder auf das ist brennt. Was immer du suchst, könnte ich sein, doch du fliegst ohne Herzusehen vorbei. Ich wünsch, du wärst schwach. Krass. Damit ich dich halten kann. Boah. Was hat der Mann für eine Stimme? Das Ding ist, von dem Auftritt habe ich jetzt weniger mitbekommen quasi als von dem von Rin, weil ich war ja bei Rin in der zweiten Reihe. Das bedeutet, ich war jetzt in der vorletzten Reihe quasi bei Schmidt, weil sie echt direkt gegenüber waren. Und bei Rin stand ich hier, also war ich bei Schmidt relativ weit weg, logischerweise. Deswegen ist es jetzt für mich ultra nice zu sehen, weil ich die Stage nicht so ganz gesehen habe und nicht die ganzen Lichter so wahrgenommen habe und ihn nicht so krass wahrgenommen habe. Aber richtig cool, das jetzt so zu sehen. Die Brust tut mir weh, ich kann nachts nicht mehr pennen. Und ich denk, kann schon sein, dass du das gar nicht kennst. Dein Wimpernschlag prügelt mich grün und blau. Ich fühle es ja auch, die meiste Zeit die Augen so halb zu hat. Der fühlt's richtig. Und vor dir fliegt jede Tür auf. Geil. Ich zertrete Oh, das ist ein geiler Shot, Junge. Holy shit, das sieht nice aus mit dem Schatten hier. Bro, wie hoch?
Ich sitze zu Hause und frag mich, wo du heute bist. Auch so ein schönes Lied, Junge. Mische Benzin in meine Coke und auf das es brennt. Was immer du suchst, könnte ich sein, ob du fliegst oder zu See vorbei. Ich wünsch du erst vorbei. Krass, Mann. Es flasht mich gerade auch voll, weil, keine Ahnung, es ist jetzt nochmal was anderes, das so zu sehen und so richtig in richtig nicer Quality und so zu hören und, keine Ahnung, richtig, das, ey, ich weiß nicht, das finde ich, das ist voll nice so, keine Ahnung. Ich wäre gern bei Schmidt auch noch irgendwie mal weiter nach vorne gekommen, sonst so. Ich will mich nicht beschweren, ey, ich war bei Rin 2-3 so, es war übel nice und ich habe auch den Auftritt von Schmidt gut mitbekommen, aber es ist jetzt nice, nochmal so alles zu sehen, auch so gerade, ich finde gerade in seinem Gesicht passiert so viel so, wo man merkt, er fühlt's einfach, er fühlt es richtig. Boah, man merkt auch die ganze Spannung in seinem Körper, geil, wow. Muss ich auch nochmal klatschen. Ja. Geil. Hi. Das da vorne ist der bekannte, mäßig bekannte Rapper Rin. Ich bin der Schmidt. Schmidt, so sympathisch, Mann. So ein sympathischer Mensch. Ich habe nach dem Konzert noch ganz kurz mit ihm gequatscht, noch ein Bild gemacht und er hat sich auch nochmal bedankt, dass wir alle gekommen sind. Weißt du, imagine, er bedankt sich, dass ich gekommen bin. Ja, Bro. Nee. Das ist nicht richtig so. Ich musste mich bedanken. Mega sympathischer Dude. Und ja, ey, wir werden gleich noch einmal nach vorne skippen. Ich weiß gar nicht, was wir uns noch anschauen werden. Wir werden uns aber auf jeden Fall noch Gift anschauen. Und schön, dass ihr da seid. Hier in echt. Schön, dass ihr da seid im Livestream. Geil. Auf o2.de/music. Der nächste Song ist Gift. Oh, okay, Gift kommt jetzt direkt. Okay, dann schauen wir auf jeden Fall noch mal Gift rein, weil Gift war live so geil. Oh mein Gott, mit einem Live-Schlagzeug. Gift hat alles abgerissen. Deswegen jetzt geben wir uns Gift und dann schauen wir noch mal bei einem Song von Rin gleich rein. Aber erstmal Gift war so geil live. Muss ich mir noch mal ansehen jetzt. Ich muss mir Gift noch mal anhören jetzt mit euch hier. Das war so geil. Boah. Du reitest jetzt hin. Frag mich nicht, ob mich das trifft. Ich spüre nichts. Ich nehme Kaffee. Das war so geil live. Boah. Das sieht auch so geil aus mit diesem Geist im Hintergrund. Ich hänge im Club und trink die ganze Karte. Hier hat jeder einen Schaden, das ist mir sympathisch. Die Uhr will mir erzählen, dass es draußen schon Tag ist. Doch ich lasse mir von Assis was, ich erzähl, was der Plan ist. Frag mich nicht, wie es mir geht. Boah. Ich bin okay. Okay, das macht echt krass. Diese Live-Instrumente bei Schmidt machen es wirklich, das ist richtig geil. Der Trick ist, ich muss nur voll sein wie die See. Ja, unfähig zu gehen. Halbzeitig gelähmt, dann bin ich okay, ja. Ah. Hey, Gift! Das war so geil. Da wurden auch alle möglichen Boxen todeslaut aufgedreht, so laut es ging, glaube ich. Und es war gut so. Die Menschen im Raum sind voller Ekstase. Das war auch so krass cool. Natürlich ist Rin dabei und der ist dann halt von der anderen Stage rübergelaufen und das war so geil. Sieht auch richtig cool aus hier, wie er jetzt hier reinkommt. Die Menschen im Raum sind voller Ekstase. Auf einmal ist er da, er ist einfach da. Ich hab nur Angst vor dem Gott und dem morgigen Kater. Automatisch. Kamst du mich ab? Vielleicht landen heute Abend noch alle im Knast. Grüne Hals oder Kaviar, leb in Germania. Treff mich auf dem Parkplatz. Ich will stehen, doch mein Körper hat Probleme. Mein Herz trennt sich heute Abend von der Seele. Ich liebe diese Einstellung von oben so runter. Das habe ich gar nicht gecheckt, dass dieser Kamerakran so eine geile Aufnahme hat. Also wir haben den Kamerakran gesehen, logischerweise, aber dass der so geile Aufnahmen hier captured. Krass. Übel gut. Der Drink in meiner Hand landet schnell durch meine Kehle. Sag mir, führst du mich heute weg oder wir teilen die... Ich bin auch ehrlich, ich habe ein paar Mal überlegt, was wäre, wenn ich jetzt einfach... Keiner kann mich aufhalten. Ich bin zweite Reihe bei Rin.
Ich wollte ihm schon immer einen Kuss geben, mal. Keiner hätte mich aufhalten können. Ich habe überlegt. Ich habe überlegt. Bitte, frag mich nicht, wie es mir geht, denn ich bin okay. Der Tick ist, ich muss nur voll sein, wie ich seh. Und will ich zu gehen, halbzeitig gelebt, dann bin ich okay, ja. Ich nehme Gift. Ich schaue es auch noch mal ganz kurz für die weiteren Konzerte. o2.de/Musik. Wir haben uns ja auch schon mal ein Konzert von O2 angesehen hier auf dem Channel. Was ich auch mega nice fand schon. Deswegen werde ich auch in Zukunft da mein Auge offen halten. Wenn es weiter solche Konzerte irgendwie gibt, die wird es bestimmt geben, dann sehe ich uns da auch wieder bei einer Reaction auf jeden Fall. Weil das sind einfach so exklusive Sachen, die sonst nicht passiert wären irgendwie. Wisst ihr, gerade nicht mit solchen coolen Twists und der Idee, dass man zwei Stages hat, die gegenüber sind und nicht so cool organisiert irgendwie, wisst ihr. Deswegen dicke Shoutouts. Ich find's mega nice, dass sowas dann durch O2 eben ermöglicht wird, weil hätt's ja sonst nicht gegeben, so dieses Konzert, wisst ihr. Boah, das war so gut live, dieses Schlagzeug, Junge. Er hat unser Leben Schlagzeug gespielt. Ich will mein Gesicht nicht. Ich will mein Gesicht nicht. Ich will mein Gesicht nicht. Ey, wie geil, das sehe ich jetzt erst. Guck mal, das habe ich da auch nicht gesehen. Dass Schmidt hier selber seine Effekte einstellt gerade. Wie cool ist das, Junge? Was für ein krasser Dude und krasser Künstler musst du sein. Es ist live komplett, ja. Und er dreht da selber sich gerade seine Effekte zusammen, die live dann aufs Mikro gemischt werden. Krass, Junge. Das habe ich gar nicht gesehen. Da stand ich halt viel zu weit hinten, für das zu sehen. Aber er mixt das gerade selber so. Das ist krass, finde ich. Ich will mein Gesicht nicht. Krass. Ich will mein Gesicht nicht. Ich will mein Gesicht nicht. Das finde ich krass. Der Trick ist, ich muss noch voll sein wie die See. Unfähig zu gehen. Boah, wie cool. Er dreht selber gerade. Wow. Junge, er hat Augen zu und macht so, aber er weiß, was er macht. Krass. Ich habe auch ein bisschen Crush auf Schmidt entwickelt bei dem Konzert. Sag ich, wie es ist. Geil. Wow. Wow. Ey, Freunde, ich denke... es ist gerade jetzt schon der nächste Song von Rin angelaufen. Aber ich will euch auch nicht alles zeigen so. Ich glaube, wir hören uns jetzt Sternstaub noch an, weil ich will unbedingt Sternstaub hören mit euch zusammen. Ich will unbedingt, aber vielleicht machen wir noch zwei Songs. Machen wir noch zwei Songs? Weil dann hören wir uns eventuell jetzt noch Commitment Issues und Sternstaub an. Wie hört sich das an für euch, Freunde? Ich glaube schon, ich glaube, das ist gut. Wir geben uns jetzt auf jeden Fall noch Commitment Issues, weil der ist bei My On Repeat gerade ganz oben. Einer meiner absoluten Favorite Tracks. Und ich hoffe, man sieht mich hier, weil ich habe hier auch die ganze Zeit wirklich, ich habe mitgesungen, die ganze Zeit. Ich war mit einem guten Freund von mir da, Philipp, und als der Song kam, ich habe ihn angeguckt, wir haben uns angeguckt und meinten so, oh mein Gott, endlich. Deswegen, ich will jetzt noch mit euch Commitment Issues hören und dann hören wir noch Sternstaub und dann habt ihr noch 3-4 Songs, die ihr euch selber hier im Video die angucken könnt. Aber ich habe jetzt einfach Bock auf Commitment Issues. So gut. Dankeschön. Das war auch so gut live. Das war so gut live auch. 3, 2, 3, 2, 1. Commitment Issues tief in meinem Herzen drin. Ich würde dir gerne sagen, wie ich fühle, wenn ich ehrlich bin. Das war so gut, Junge. Gerne draußen und oh mein Gott, ich glaube, das war mein Kopf sogar. 3, 2, 1. Das war mein Kopf. Commitment Issues tief in meinem Herzen drin. Ich würde dir gerne sagen, wie ich fühle, wenn ich ehrlich bin. Das ist, glaube ich, der Kopf von Philipp und das könnte mein Kopf sein. Philipp, ich. Wie ich ihm sage, Bro, endlich kommt dieser Song. Ich glaube, das ist es. Weil Philipp hat eine Brille, da sehe ich eine Brille. Das ist mein Schädel. Das ist mein Dickschädel hier. Ich bin gerne draußen und ich hasse, wenn wir streiten. Ich bin schnell genervt und deshalb bist du oft alleine. Scheiß auf deinen Ex, pack dein Herz in mein Gepäck. Baby, bitte frag mich nie mehr wieder nach meinem Geschäft. Oh. Warum ich gestresst bin, Insomnia seit gestern. Trage eine Kapuze, hol dich ab aus deiner Festung. Mach dich zur Prinzessin, hol dich ab im AMG. Du müsstest wissen, meine Welt. Ganz ehrlich, es wurden nur wirklich Banger gespielt. Es wurden so, oh. Und deine Welt sind einfach 20 aus 10 Songs einfach gewesen, alle. Fenster durch die Scheibe von dem Benzer. Baby, gib mir deine Hand, ich pack sie heute an mein Lenker. Der Regen prallt im Pant von der Jacke. Deine Eltern fragen nie mehr wieder, was ich gerade mache.
Weinrote Tropfen in der Tasse. Früher hielten sie mich auf und heute halten sie jetzt die Tasche. Meine Lieblingsstelle. Sehr coole neue Karte, sagt der Nachbar. Früher meinte er, ich lande in der Klapse. Egal. Heute steht er gerade auf der Matte. Komm mit, bitte, ich ist tief in meinem Herzen drin. Ich würde dir gerne sagen, wie ich fühle, wenn ich ehrlich bin. Bleibe gerne draußen und ich hasse, wenn wir streiten. Ich bin schnell genervt, so gut. Und deshalb bist du oft alleine. Scheiße. Ich mag auch diesen violetten, keine Ahnung, dieses türkise Gemischte hier, das sieht so nice aus. Sagen, wie ich fühle, wenn ich ehrlich bin. Bleibe gerne draußen und ich hasse, wenn wir streiten. Ich bin schnell genervt und deshalb bist du oft alleine. Scheiß auf deinen Ex, pack dein Herz in mein Gepäck. Baby, bitte frag mich nie mehr wieder nach meinem Geschäft. Warum ich gestresst bin, Insomnia seit gestern. Trage eine Kapuze, hol dich ab aus deiner Festung. Ich hab so gehofft, dass dieser Song lief. Geht's euch gut, Berlin? Ich glaube, das waren meine Hände, die so beide nach oben gehen. Mann, ich hätte mich gerne gesehen einmal. Weil mir ging es sehr gut, als er gefragt hat. Mir ging es sehr gut. Okay, den Song skippen wir jetzt aber auf, Freunde, weil ich will jetzt mit euch Sternstaub hören. Wir hören jetzt in Sternstaub rein. Freue ich mich drauf. Wir haben hier noch einen unfassbar... Oh, eigentlich müssten wir das auch noch zusammen gucken, aber... Ich spoil nur ein bisschen. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Bro, auf einmal, nach der Performance von Rin... drehen wir uns alle um zu Schmidt und es fängt, der Song fängt an zu spielen, aber Schmidt ist nicht zu sehen, bis wir realisiert haben, der Dude sitzt da oben einfach auf dieser fucking Stage drauf. Holy shit, wir haben ihn alle gesucht irgendwie und er saß einfach da oben auf einmal. Er saß einfach da oben. Bro, er hat einfach einen Ausflug gemacht kurz, deswegen, es lohnt sich echt, schaut doch nochmal gerne rein, ich will jetzt hier nicht alles vorwegnehmen. Aber ich will mit euch jetzt auf jeden Fall noch einen Sternstaub rein. Und das kann mir keiner nehmen. Ist mir auch egal. Sternstaub muss ich jetzt hören hier. Das war der Pre-Release quasi. Das erste Mal wurde der Track gespielt. Sternstaub. Und man kannte natürlich schon von TikTok irgendwie so ein bisschen die Hook, die geteased wurde. Und endlich wurde das Ganze live, das zu hören. Das war, irgendwie war es richtig, richtig nicer Moment. Auch gerade mit der Aufmachung davon, dass die alle so, erst war Rins, dann Schmidt Stage. Und dann war Rin kurz bei Schmidt bei Gift mit dabei. Und dann kam Schmidt auf die Stage von Rin mit. Das war schon geil. Boah, geile Einstellung. Geile Einstellung. Das war, oh mein Gott, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Jetzt erinnere ich mich, da wo dieser Kameraarm war, diese Kameradings, die von oben kam, auf diesen Wagen hat Schmidt sich einfach raufgesetzt, Junge. Und ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das so abgesprochen war. Ich glaube, der Dude hat sich einfach raufgesetzt. Er dachte sich einfach, fuck it, ich setz mich rauf. Er hat sich einfach auf diesen Kamerawagen raufgesetzt, hat schon seinen Part angefangen zu singen und wurde dann quasi mit dem Kamerawagen zu der Stage von Rin gefahren. Das war ganz, ganz krass. Das war richtig nice gemacht. Schaut euch das an. Wie geil ist das? Dass ich sie mit auf meine Sterne nehme. Da wo ich herkomme, alles blau und wir driften im Leerlauf. So hoch, Kometen und Sternstaub fliegen um. Och Mann, warum hab ich nicht so cool in die Kamera gewunken? Ey Mann, war ich zu höflich für. Ja! Da wo ich herkomm, alles blau und wir treffen im Leerlauf. So hoch, Kometen und Sternstaub. Junge, dieser Beat, das ist so gut. Ich liebe das Lied. Ja! Oh, Junge! Nicht alles von oben ist Sternstaub, Motoren heulen im Leerlauf. Oh, wie cool auch diese Sterne so aus, habe ich auch gar nicht wahrgenommen. Ich war nur im Staunen, war ich. Wir laufen gerade den Berg rauf, irgendwas oben sieht heute wie ein Stern aus. Ich glaube, ich ziehe das Schwert raus, Brüder gehen heute nicht leer aus. Wir schütten im Netz unser Herz aus, Boot ist am Kentern, wir fahren ins Meer raus. Erkenne die Muster und brech aus, trotz aller Narben sehen wir echt aus. Ich erpasse den Bauch, setze den Cap auf. Das war insane, es ist so schön, das gerade hier zu sehen. Und sieht auch so geil aus einfach, mit diesen Spots hier oben noch. Und mit diesem Sternenlicht im Hintergrund. Geil. Die ganze Bande sieht wack aus. Ihr könnt mir alle nicht mehr wehtun. Mein ganzes Leben ist ein Drehbuch. Ich glaube, ich finde Schmerzen eh gut. Hinterlasse Spuren wie ein Schneeschuh. Boah, wie cool sieht diese Einstellung aus, Junge. So hoch, Kometen und Sternstaub fliegen one way ins Universum. Ja! Boah, wie cool sieht das aus? Krass. Geil. Alles blau und begriffen im Leerlauf. So hoch.
Kometen und Sternstaub fliegen one way ins Universum. Ich bin so euer Bruder. Nein, ich mag nicht wie du seid. Ohne die flinke Spur, ja. Jacke füllt sich mit Blue Sky. Aber ich wünschte, ich hätte da schon den Song gekannt und hätte mitsingen können. Aber ich hab da nur gestaunt. Sie wollen nicht reden, damit sie dich hassen können. Nein, ich werde nie wie du sein. Und wir rollen unter Laternen. Haut ab von dieser Welt. Sie will, dass ich sie mit auf meinen Stern. Geil, das sieht so cool aus, Mann. Und es hört sich so gut an. Das war ein geiles Ende, ja. Geil! Geil, Junge! Geil! Ultra, 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 ultra nice, Mann. Holy shit. Geil, ey, es sah wirklich, man kann sich das vielleicht jetzt gar nicht so vorstellen, wie es für mich war, aber ich war halt da vorne in meiner Ecke so und hab das Konzert anders enjoyed, als ich da war. Aber ich hab logischerweise nicht gesehen, was für krasse Bilder und was für Lichttechniken und so und wie geil das aussieht, wenn Schmidt da auf diesem Kamerawagen sitzt und reingefahren wird und manche Perspektiven habe ich logischerweise gar nicht gesehen. Ultra nice, das jetzt so gesehen zu haben nochmal. Krass, also wirklich, das ist ganz anders jetzt irgendwie nochmal eine ganz andere Experience gewesen. Ultra cool, dass wir das VOD online haben. Und wie gesagt, ich habe fast die besten Stellen, habe ich fast noch nicht gezeigt, ja. Also gebt euch das allein bitte für diesen wunderschönen, wunderschönen letzten Song von Schmidt, wo er wirklich oben auf seiner Bühne saß. Allein dafür, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Schmidt-Fan seid oder noch Schmidt-Fan werden wollt. Das war wirklich wunderschön, das war wunderschön gemacht. Und es regnet gerade full on hier. Ey, vielleicht heute ist es so an zu regnen. Wunderschönes Konzert gewesen und wie gesagt, wir haben uns schon einmal so ein O2-Ding zusammengegeben und das werden wir in Zukunft auch auf jeden Fall machen, kommen wir was wolle. Wenn die nochmal sowas machen, zu egal wem, ich werde mir das auf jeden Fall ansehen. Coole Kombination und ich bin einfach Fan davon, wenn irgendwas Cooles zustande kommt, was es sonst nicht gegeben hätte. Deswegen dicke Shoutouts an O2, dass sie das ermöglicht haben. Wie gesagt, check gerne den Instagram-Account aus. Dort kommt die Tage noch ein cooles Behind-the-Scenes-Video online. Ich denke, das ist cooles. Ich habe es selbst auch noch nicht gesehen, aber ich freue mich drauf, wie das ganze Projekt zustande gekommen ist. Von diesem Konzert noch so ein paar Aufnahmen davor und danach irgendwie. Deswegen abonniert gerne den O2music.de Account auf Instagram. Ich werde das auch in die Beschreibung packen. Und ansonsten könnt ihr euch das ganze Konzert 36 Minuten auch noch komplett geben. Es war ultra cool und vielleicht spottet ihr mich, weil ich habe mich nie wirklich gesehen, aber ich war ganz vorne, Junge. Ich war ganz vorne, ich habe schon Screenshots von euch geschickt bekommen, dass ihr mich gesehen habt. Also ich bin irgendwo in diesem Livestream auf jeden Fall gut zu sehen mit meinem Gesicht auch. Dass ihr auch wisst, ich war wirklich da und ich erzähle hier nichts vom Sturz, ja. Nichts vom Pferd, sagt man, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ansonsten könnt ihr auch noch auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Ich habe in meinen Highlights irgendwo ein, zwei Stories noch versteckt davon. Es war wirklich, wirklich ein cooler Abend und es hat sich sehr gelohnt, hier in das VOD noch reinzuschauen. Deswegen, ganzes VOD in der Beschreibung, Freunde. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das ganze Ding fandet und welchen Track ihr am besten fandet. Also am besten performt, war auf jeden Fall meiner Meinung nach das Schmidt-Ding, wo er oben drauf saß, das war insane. Ansonsten vom Feeling her Sternstaub oder Commitment Issues, weil ich die beiden Songs lieben gelernt habe. Sternstaub war einfach krass, weil es noch nicht draußen war. Aber Commitment Issues hat einen special place in my heart, deswegen, gebt es denen gerne. Ansonsten habt einen wunderschönen Tag, ja, bleibt so gut aussehend und schön, wie ihr seid. Und, dann sehen wir uns. Ciao, ciao.